Hallo ihr Lieben. Boah, ist das gerade heiß in Deutschland. Das ist ja echt kaum zum Aushalten. Deswegen habe ich mir mal den großen Aufbau vor dem Bücherregal gespart. Denn natürlich komme ich noch mehr ins Schwitzen und auch noch die Lichter und so. Ihr wisst schon. Außerdem steht hier mein Ventilator. Ich hoffe, ihr hört ihn nicht so sehr. Aber er spendet mir ein bisschen frische Luft. Und ja, der würde da hinten nicht mehr reinpassen, wenn die beiden Lichter und so stehen. Deswegen hoffe ich, ist das jetzt noch okay. Ich kündige die ganze Zeit an, dass es wieder von dem Bücherregal Videos geben wird, aber bisher noch nicht. Aber es kommt sicher noch irgendwann. Auf jeden Fall, wir sind hier, um das Want to Read für den Juni, ich glaube schon, manchmal verwechsel ich die Monate, Juni zu machen. Und ich habe versucht, es ein bisschen kürzer zu halten. Liegt einfach daran, dass ich diesen Monat nicht so viel geschafft habe und dass die Bücher ziemlich dick sind, die ich mir rausgesucht habe. Dementsprechend werde ich auch nicht so viel schaffen. Aber fangen wir erstmal mit dem Hörbuch an, denn ich ziehe den mit aus diesem Monat. Also ich bin jetzt noch im Mai, wenn ihr das seht. Aber ihr seid dann schon im Juni. Aber ihr versteht schon. Und zwar ist das Ready Player One. Ich hatte ja gehofft, es auf der Busfahrt hin und zurück nach Paris zu hören. Aber naja, wir sind nachts gefahren und da schläft man mehr oder versucht es zumindest, als tatsächlich Hörbuch zu hören. Deswegen habe ich nicht so viel geschafft und ich wollte jetzt mich nicht quälen, weil ich noch mehr als die Hälfte übrig habe. Und jetzt schaffe ich in ein paar Tagen nicht mehr oder hätte ich nicht geschafft. Deswegen dachte ich mir, ich nehme es einfach mit in den nächsten Monat. Und wenn ich das vielleicht schon frühzeitig schaffe, werde ich noch irgendein anderes Hörbuch mitnehmen oder hören oder was weiß ich, aber das entscheide ich dann spontan. Ich bin auf jeden Fall nicht so begeistert von dem Hörbuch, muss ich sagen. Den Film fand ich besser. Ich habe von dem Film auch nicht viel erwartet. Es soll mich halt nur unterhalten und das hat es geschafft. Dieses Hörbuch ist für mich ein bisschen zu technisch, ein bisschen zu referenziell auf die ganzen Easter Eggs. Es zählt mir ein bisschen zu viel auf, als tatsächlich wirklich Handlung darzustellen. Aber wie gesagt, ich bin da noch nicht so sonderlich weit. Ich muss erstmal weiterhören und dann vielleicht wird es dann auch rasanter und besser und mehr Handlung und so. Und ein Buch, das ich gehofft hatte, dass ich diesen Monat auch noch schaffe. Ich habe jetzt zwar noch morgen und heute Abend noch, aber ich bin noch nicht mal über die Hälfte angelangt. Das Buch hat fast 500 Seiten, beziehungsweise sogar über 500 Seiten, glaube ich. Ja, also 502 Seiten. Und ja, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Deswegen denke ich mal, nehme ich es mit in den nächsten Monat, obwohl das eigentlich nicht geplant war. Aber ja, was soll man machen? Und zwar ist es Das Leben fällt, wohin es will, von Petra Hülsmann. Auch das wollte ich ja mitnehmen und auf der Busfahrt und so lesen. Aber auch das ist ziemlich ins Wasser gefallen, wie gesagt. Eigentlich war es blöd zu planen, irgendwas zu lesen oder Hörbuch zu hören, weil wir ja nachts gefahren sind. Aber okay, was soll man machen? Wie gesagt, ich bin jetzt ungefähr hier fast bei Seite 100. Und ja, es hat 500 Seiten. Ich glaube nicht, dass ich das in diesem Monat noch schaffe, obwohl es eigentlich geplant war. Auf jeden Fall kommen wir jetzt tatsächlich zu den Büchern, die ich geplant hatte. Jetzt wirkt es doch mehr, als es tatsächlich war eigentlich geplant. Aber ja, was sollen wir machen? Ich habe als Rezensionsexemplar, und da freue ich mich sehr drüber, weil ich habe die Chance genutzt, als der Bastard-Löbe-Verlag es angepriesen hatte, beziehungsweise angeboten hatte, es direkt anzufragen und auch bekommen. Und zwar geht es hier um Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen, von eben auch Petra Hülsmann. Auch das Buch ist ziemlich dick. Für Chiclet heißt es, glaube ich, Bücher sind die ziemlich dick. Das hier hat sogar 570 Seiten, also ist schon ziemlicher Klopper. Aber da es ein Rezensionsexemplar ist, werde ich es hoffentlich lesen. Ich muss es zumindest. Und ja, ich freue mich auch. Es geht hier um Annika, genau so heißt sie. Sie ist Musiklehrerin und kommt von einer schönen Schule, wo sie eigentlich glücklich war, auf eine Problemschule. Und ja, musste sich da erstmal zurechtfinden, wie es weitergeht und worum es geht, werdet ihr dann in der kommenden Rezension sehen. So, nachdem ich jetzt kurz gewartet habe, dass die Lichtverhältnisse wieder besser werden, mache ich mit dem nächsten Buch weiter. Und zwar ist es natürlich Harry Potter. Und das ist das fetteste Buch von allen Harry Potter Büchern. Deswegen sage ich ja, ich habe mir die fettesten Bücher rausgesucht. Es ist nämlich Harry Potter und der Orden des Phönix. Ich kann es kaum mit einer Hand halten. Ich glaube, es hat 800 Seiten oder ja, 1000. Ich dachte tatsächlich, es hatte auch 100 Seiten, es hatte aber 1000. Ja, ich bezweifle, dass ich das schaffe. Vielleicht, wenn ich tatsächlich jeden Tag 50 Seiten lese, schaffe ich das vielleicht in dem Monat, wenn ich überhaupt ein anderes Buch noch schaffe. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Nach dem Feuerkelch hatte ich voll das direkt weiterzulesen. Deswegen, ich bin voll drin. Und ja, ich werde direkt weitermachen. Ich muss, glaube ich, nicht viel zum Inhalt sagen. Ich glaube, wenn ich diesmal wieder ein Video dazu mache, und ich glaube, ich mache ein Video dazu, zu meinen Fragen und so, wird es sicher,
mehr als ein Video. Oder ein einstündiges Video, denn da ist bestimmt viel drin. Aber mal gucken. Manche Fragen klären sich ja auch von alleine. Oder andere hatte ich ja schon in vorherigen Büchern. Von daher muss ich nicht alles wiederholen. Mal gucken. Dann ein Buch, das ich zusammen mit einer Zuschauerin lesen wollte. Die hat sich zumindest gemeldet. Und ich habe ihr gesagt, dass ich mich melde, wenn ich aus Paris zurückkomme, also von meiner Reise. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das muss ich jetzt machen, aber wir hätten das jetzt am Ende des Monats eh nicht geschafft. Von daher hoffe ich auf den nächsten Monat, dass sie da Zeit hat. Und zwar The Hate You Give von Angie Thomas hatte ich ja schon im letzten Leseliste, im letzten One to Read auch schon. Habe ich noch nicht geschafft, aber müsste ich jetzt mal schaffen. Und doch, das Buch hat 500 Seiten. Ich setze mich da aber nicht so unter Druck, wenn es mir nicht gefällt, werde ich es einfach abbrechen. Es ist halt ein Bibliotheksbuch, es ist jetzt für mich nicht so. Das muss, wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich es nicht zu Ende lesen. Wenn es mir gefällt, was ich natürlich hoffe, werde ich es auch zu Ende lesen. Hier geht es um Rassismus und darum, dass der beste Freund, glaube ich, von einem Mädchen gestorben ist, weil er, glaube ich, von einem Polizisten erschossen wurde, was ja leider in Amerika nicht wirklich eine Seltenheit ist, dass ein schwarzer, junger Mann von einem Polizisten erschossen wird. Und es geht halt um alles drumherum, Rassismus und so weiter, wie gesagt. Mal gucken, wie es mir so gefallen wird. Es hat ja ziemlich kontroverse Meinungen hinter sich. Manche finden es richtig gut, manche nicht so. Von daher, mal gucken, wie es bei mir so ist. Und das letzte Buch ist auch ein geliehenes Buch von einer Freundin. Es steht hier schon ein paar Monate, deswegen muss es eigentlich langsam gelesen werden. Ich befürchte, ich schaffe es von der Zeit nicht. Ich muss mal gucken, was ich irgendwie verschieben kann und was ich auf jeden Fall lesen müsste. Und zwar ist das Origin von Dan Brown. Und auch das, wer Dan Brown Bücher kennt, weiß, die sind nicht dünn. Ist das immer noch verkehrt rum mit dem Ding drin. Er ist auf jeden Fall, ja, fast 700 Seiten, 670, wie ich gerade sehe. Nicht wenig, nicht wenig. Und da sitze ich auch meistens an den Dan Brown Büchern eine ganze Weile. Von daher, ich weiß es echt nicht, ob ich die alle schaffe. Es sieht jetzt noch wenig aus, sind nur 4 Bücher plus das, was ich wahrscheinlich mitnehme. Aber letztendlich haben die halt alle so viele Seiten, dass ich nicht glaube, dass ich die alle schaffe. Deswegen verschiebe ich solche dicken Bücher immer. Es ist jetzt irgendwie blöd, dass alles sich auf einen Monat ballt. Aber ja, manchmal ist das so. Mal gucken, wie ich es mit dem Lesen schaffe. Und ja, zu Origin muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Dan Brown ist sehr bekannt. Ansonsten verlinke ich wie immer alle Bücher in der Infobox. Könnt ihr da mal vorbeigucken. Und das war auch das letzte Buch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr vielleicht was zusammenlesen wollt. Oder einfach eure Meinung dazu, würde mich immer interessieren. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute.